Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar spielen wir PES 2015, die Demo auf der Xbox 360. Und ich mache jetzt ein Spiel mit einem Kackteam, nämlich mit Atletico Bilbao. Was heißt Kackteam? Aber im Gegensatz zu dem, was es sonst so gibt, gibt es sicher Besseres. Und spielt gegen Barca und danach werde ich mir dann mal Real Madrid anschauen, sodass ich dann einmal ein nicht so tolles Team genommen habe und einmal ein gutes. So kriegt man immer eine ganz gute Übersicht auch, inwiefern Spielerstärken was zählen und inwieweit sie nicht zählen. Und ich bin gespannt, wie schwer es jetzt wird. Eingestellt war es jetzt auf fortgeschritten und dementsprechend bin ich gespannt, was fortgeschritten denn so heißt. Und jetzt schießen wir einfach. Oh. War ja schon mal nicht schlecht. Ja, was kann ich feststellen? Ich habe schon einige Spiele zur Probe gemacht, weil ich bin eigentlich kein großer PES-Freund in der Vergangenheit gewesen. Also PES 2006 fand ich genial, war damals richtig, richtig gut. Und danach kam für mich überhaupt nichts mehr. Und aus diesem Grund habe ich mich dann immer viel ferngehalten von PES. Und jetzt komm! Oh. Der war auch nicht schlecht. Also deswegen habe ich mich immer ferngehalten von PES und bin deshalb nicht besonders geübt in dem Spiel. Und los, mach den! Wieso hat er denn nicht geschossen? Hä? Muss irgendwas Falsches gedrückt haben. Deswegen komme ich nicht ganz so gut klar in dem Spiel. Und verzeiht es mir, also wenn ich jetzt nicht unfassbar toll spiele, weil ich das halt wirklich... Also seit 6 habe ich immer nur die Demo gespielt. Und war so abgeschreckt, weil ich es immer so richtig scheiße fand in den letzten Jahren. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum die Leute PES spielen. Und dementsprechend bin ich es einfach nicht gewöhnt. Also bei FIFA, da weiß ich ungefähr, wenn ich das und das drücke, dann passiert das. Und ich habe mir jetzt versucht, das relativ ähnlich zu konfigurieren, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das dann mit Erfolg gekrönt ist. Weil jedes Spiel hat ja so ein bisschen seine... Ah, hat er mich doch noch abgedrängt. So ein bisschen seine eigene Logik. Was manche auch Tastenkombinationen andrücken. Also kann ja sein, dass LB plus Y jetzt nicht eine Flanke in den Lauf ist oder sowas. Oder wenn ich irgendwas anderes drücke, dass dann irgendwas nicht so funktioniert. Wahrscheinlich hat deswegen mein Spiel auch nicht geschossen, weil wenn man bei FIFA ja RB gedrückt hält beim Schießen und der Ball, dann nimmt er den ja auf jeden Fall in der Luft an. Das war knapp. Und das habe ich auch versucht. Ich wollte eigentlich irgendwie so eine Art Fallrückzieher versuchen, aber anscheinend ist das hier dann halt nicht so. Und dementsprechend hat er dann wohl gar nicht geschossen oder hat irgendwas Bestimmtes versucht, weil ich das gedrückt habe. Gut, muss man durch. Das verzeiht es mir also, wenn ich dann irgendeine Riesenchance nicht nutze, weil ich dann vielleicht reflexartig irgendwas versuche, das halt so in FIFA funktioniert hat. Zack. Zack. Und jetzt mach den! Er verzieht. Schade. Ja, also was ich auf jeden Fall als erstes festhalten kann, ist, dass die Präsentation bei PES 2015, wohlgemerkt, ich kann nur für die Xbox 360 sprechen, aber die Präsentation ist richtige Grütze. Also die Menüs sind unfassbar hässlich und auch an sich ist das Spiel optisch gesehen, naja, also die Spielermodelle sehen schon ziemlich scheiße aus, aber die Menüs sind eigentlich die Krönung des Ganzen. Also ich weiß nicht, hätte man mir jetzt gesagt, ich spiele von der Optik der Menüs ja PES 2006 oder so, hätte ich das geglaubt. Weil modern sieht einfach anders aus. Also da ist FIFA definitiv ganz, 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 ganz weit voraus, was die Qualität der Menüs angeht. Es sieht halt alles, also das ist halt alles irgendwie hässlich und kantig und irgendwie altbacken, muss ich sagen. Da hatte ich, also als ich das erste Mal gesehen habe, war ich irgendwie schockiert. Also es sieht wirklich scheiße aus. Das kann man gar nicht anders ausdrücken, als sieht scheiße aus. So, und jetzt mal hier die Flanke und jetzt kommt mal ein Kopfball. Boah, schade. Ich bin allerdings gerade erstaunt, wie unfassbar gut sich Atletico Bilbao spielen lässt. Also muss schon sagen, ich bin gerade wirklich unglaublich überrascht, dass die so gut schießen und köpfen und sowas können.
Ich glaube, bei FIFA hätte ich da große Probleme gehabt mit dem Team, aber die hier spielen sich richtig gut irgendwie. Naja, so 0-0 zur Halbzeit anscheinend. Ja, sieht jetzt noch nicht besonders hammermäßig aus, was ich hier fabriziere. Ja, aber die Präsentation ist ja das eine. Die ist bei der Xbox 360 ja mittlerweile ja auch jetzt altbacken, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie es einem auf der Xbox One dargestellt wird. Aber das hier ist noch mal eine Stufe drunter und das gilt auch für die Perspektiven, hier, was die Wiederholung angeht und so. Das sieht halt alles sehr rudimentär aus und auch. Den hat er nicht gemacht, sehr schön. Und ja, auch jetzt diese Wiederholungen, die gehen, aber zum Beispiel auch die ganzen Animationen während des Spiels und davor und danach, das ist alles irgendwie nicht so toll. Also ich bin da relativ enttäuscht, ne? Also wer jetzt eine schicke Präsentation sucht, der muss sich ein anderes Spiel suchen. Da wird er hier nicht glücklich werden. Dafür, und jetzt komme ich zu dem, was ich schon vor einer halben Minute oder so angefangen habe, sagen zu wollen. Dafür ist das, was man aber auf dem Feld hat, einfach mal richtig, richtig fett. Und wir versuchen es direkt. Oh, was? Der ist drin? Oh mein Gott. Der ist echt drin gelandet? Ja, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept raus, weil ich einfach ins Blaue hineingeschossen habe, aber Hammer. Ja, aber das, was auf dem Feld passiert, rein vom Spiel her, ist richtig, richtig fett. Also da muss ich sagen, da finde ich PES 2015, zumindest bei der Xbox 360, ganz eindeutig besser als zum Beispiel FIFA. Also bei FIFA für die Xbox 360 hatte mich extrem enttäuscht, weil es einfach mal die Torhüter sind richtig schlecht, irgendwie schlechter als bei 14, finde ich. Ja, die angeschnittenen Schüsse sind völlig übertrieben. Ja, ich meine, wir haben ein Riesenturnier gespielt, um es wirklich mal voll durchzutesten, das FIFA. Und wenn ich überlege, wir haben Teams genommen mit ein, zwei Sternen und haben nur gegen Teams mit 5 Sternen gespielt und haben teilweise selbst kreierte Megatorhüter drin gehabt und die hatten alle keine Chance. Oh, jetzt gibt es Elfmeter. Die hatten alle keine Chance, wenn man aus sozusagen dem 45-Grad-Winkel kam und angeschnittenen Schuss gemacht hat. Egal wie. Oh, das war auch eine saudumme Grätsche, naja. Und also diese angeschnittenen Schüsse sind völlig overpowered, selbst wenn euer Spieler irgendwie nicht mal richtig Effe hat. Und das hatte mich dann irgendwie schon angepisst, weil wo bleibt denn da die Challenge, wenn es einem so einfach gemacht wird? Und ja, hier sind die Torhüter um einiges intelligenter. Also die stehen schneller auf. Das war ja schon immer bei PES besser, obwohl jetzt in der Next Gen sind die auch richtig gut, die Torhüter bei FIFA. Hier sind die allerdings auch noch auf der All Gen. Also wenn ihr nur eine Xbox 360 habt, dann kann ich euch eigentlich nur Pro Evolution Soccer empfehlen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin wahrlich kein Pro Evo Jünger oder so. Aber von dem, was mir auf dem Spielfeld hier ist, cool. Da gefällt mir einfach Pro Evo dieses Jahr wirklich um einiges besser. Also ganz klar wäre das hier jetzt meine Kaufempfehlung. Ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ja. Was euch denn besser gefällt. Oh, das war zu dumm. Aber für mich persönlich, also wenn man jetzt Abstriche bei der Präsentation hinnehmen kann, dann. Oh. So, jetzt aber. Jetzt versuchen wir es einfach mal nochmal hier, mega. Naja, es war einfach so wert. Hat er den weggerotzt und da gibt es keinen Elfmeter. Ja, gut, das war natürlich eine dicke, dicke Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Ja, gut, also über die Menüs habe ich geredet. Die sind Grütze.
Ja gut, stimmt, ich kann ja mal sagen, was ich denn auf dem Feld besser finde. Denn sehen ist ja das eine, aber sozusagen während man es spielt, es zu spüren, ist natürlich das andere. Was ist besser? Also zum einen sind die eigenen Mitspieler intelligenter. Etwas, das bei FIFA schon immer ein gewisses Problem war. So, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren hier. So. Zack. Oh, der kommt tatsächlich. Nee, doch nicht. Schade. Ah. Ich müsste mal auswechseln eigentlich. Denn die Mitspieler, die laufen gerne auch mal und stellen selbst den Passweg zu und nehmen den Ball auch mit und so. Was sehr angenehm ist, weil bei FIFA, da sind die Mitspieler irgendwie da, aber sie sind nicht besonders intelligent und das nervt. Und das nervt sogar gewaltig. Zack. Ach, Mist, den hat er auch noch gekriegt. Und was mir auch besonders gefällt, ist, dass die guten Spieler, die lassen auch mal einen Ball verspringen. Aber bei FIFA hat mich das ziemlich angepisst, dass es zu extrem ist. Es war einfach viel zu extrem, wie oft gute Spieler den Ball verspringen lassen. Das ist nicht normal. Und da wollten sie es wahrscheinlich mehr Wert auf Realismus legen, aber da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Ball durchgelassen. Weil ich nicht weiß, in welcher. Jawohl! Was? Oh, komm, ey. Was natürlich hier jetzt gerade auffällt, wir sind in der Nachspielzeit und die Uhr läuft aber weiter. Das ist natürlich dumm. Denn so, wo kann ich denn jetzt hier? Hier ist die Aufstellung. Denn ihr wisst ja, im richtigen Fußball habt ihr das ja nicht. Wie geht denn das hier jetzt? Genau. Oh Gott, die sind ja alle platt. Was ist der denn hier? OMF, was? Hä? Ach so. Ah, das zeigt mir an, was er hätte, wenn er auf der. Das ist natürlich clever. Was haben wir denn noch so? Nehmen wir jetzt nur das. Oh Gott. Okay, ist ein bisschen anstrengend hier. Ja, gut. Und jetzt mal so. Die sind alle nicht besonders. Machen wir es ja Verteidiger oder was? Nehmen wir halt noch den jetzt. So. Ich denke mal, das wird jetzt hier ein Unentschieden. Ja, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Gut, nehmen wir einfach den nächsten Punkt. Die Ausdauer. Was auch immer sehr gestört hat, ist, bei FIFA habt ihr es ja gerne, dass wenn ihr online spielt, dass ihr dann Leute habt, die irgendwie Brasilien spielen und den ganzen Tag. Na super. Und den ganzen Tag mit ihren Spielern durchrennen. Das ganze Spiel über voll durchsprinten. Ja, also sowohl härtestes Pressing als auch dann Angriff. Die ganze Zeit nur die Sprinttaste gedrückt und immer schön mit zwei Spielern pressen und so. Was im echten Fußball so natürlich maximal 30 Minuten funktioniert. Das geht hier glücklicherweise nicht, denn ihr müsst mit eurer Energie schon haushalten. Denn selbst wenn eure Spieler ganz gute Ausdauer haben, merkt ihr es ihnen an, wenn ihr zu viel sprintet. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön. So, Teamauswahl. Denn nichts ist schlimmer, als wenn es so unrealistisch ist, dass euer Gegner die ganze Zeit nur durchsprintet, durchsprintet. Geht irgendwie gar nicht. Ja, also. So, was nehmen wir denn jetzt? Real ist natürlich cool. Ah, nehmen wir Real. Komm, nehmen wir Real mit hier und gegen Bayern. So, anders. So, jetzt lasse ich mal die Präsentation für euch laufen, damit ihr mal seht, wie scheiße das aussieht. Und es sieht wirklich, wirklich kacke aus. Denn irgendwie, weil es will nicht so richtig Atmosphäre aufkommen. Ja, also ist ja irgendwie, ich meine, so ein View hier ins Stadion hinein, den habt ihr auch bei FIFA theoretisch. Also dafür muss man ja, und das war's, ja. Die Spieler, nee, die lassen wir gar nicht reinlaufen. Ich hoffe, dass das quasi nur in der Demo jetzt so ist. Weil ansonsten wäre es, oh, verdammt, ansonsten wäre es natürlich sehr enttäuschend. Und ja, was mir auch sehr gefällt ist, dass man tatsächlich auch, also ich finde, jede Mannschaft hier
hat einen gewissen eigenen Spielcharakter, den man aber auch deutlicher anmerkt, als wenn man jetzt zum Beispiel FIFA spielt. Sprich, Real Madrid ist ja jetzt Champions League-Sieger geworden, weil sie extrem gut kontern können. Und, Und genau das merkt man dem Team auch an. Also ihr könnt blitzschnelle Konter machen. Und das ist eigentlich richtig cool. Und jetzt habe ich Ronaldo übersehen, der da jetzt aber schön an der Linie langläuft. Zack, zack, zack. Ach Mist, und dann hat er geblockt. Sehr schön. Und ich habe jetzt noch einen Schuss frei. Und ihr seht, die Schüsse sind einfach mal unfassbare Granaten. Und es sieht einfach nur unglaublich toll aus, wenn ihr da solche Schüsse mit, keine Ahnung, 160 km/h abfeuert. Ich kann euch sagen, bei FIFA sehen diese Schüsse nie, nie, niemals so rasant und dynamisch aus und auch von der Flugbahn her einfach nur richtig cool wie hier, ja. Also, was das angeht, muss man sagen, ganz klarer Punkt für Pro Evo. Und da ist das Tor. Die Schüsse sind einfach nur traumhaft. Also, die fliegen unfassbar schnell. Es hat einfach dieses Geschwindigkeitsgefühl. Und auch auf dem Feld habt ihr nicht so dieses Ping-Pong-mäßige. Das hat ja auch einer von Konami gesagt, dass oder von den Pro Evo-Machern sozusagen, dass FIFA sich so ein bisschen wie Ping-Pong spielt. Und das war in den letzten Jahren tatsächlich auch so. Es ist immer unnötig viel, wie die Bälle verspringen. Und die ganze Zeit immer im Mittelfeld hin und her springen. Manchmal habt ihr ja so fünf, sechs Spieler, zwischen denen der Ball hin und her ploppt, einfach weil ihn keiner richtig annehmen kann. Und das ist berechtigte Kritik und schon allein deswegen berechtigt, weil es hier halt sehr gut gelöst ist. Die lassen manchmal den Ball verspringen, klar, passiert auch Profis, aber nicht so extrem und nicht so weit und nicht so oft. Und das gibt dem Ganzen natürlich ein ganz anderes Spielgefühl. Ich wollte diesen Ball haben, habe ihn nicht bekommen. Ich will den Ball, jetzt gib mir die Murmel, ich will ja noch mehr Tore machen. So ein 1-1 gegen blöd Barca, das kann ja nicht sein. Und ich will hier auch jetzt einen kleinen Vorsprung, damit ich nicht schon wieder ein 1-1 kriege. Und das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt. Auch eure Gegner haben mehr Intelligenz, was auch sehr schön ist. Und jetzt schlagt mal den einfach mal rein und noch ein Kopfball? Ne. Denn eure Gegner, die versuchen selbst auf diesem mittleren Schwierigkeitsgrad nicht die ganze Zeit den Ball einfach nur reinzutragen, was sehr schön ist. Wow, war das ein Pass. Und jetzt. Oh, los, macht den. Jawohl. Denn bei FIFA habt ihr es ja oft, eure Gegner, ja, auf Halbprofi, da, sagen wir es mal so, oft wird der Ball irgendwie fast bis ins Tor getragen, während die hier. Wenn sie den Platz haben, dann versuchen die auch von außerhalb des Strafraums das Ding reinzudonnern. Und ich habe jetzt bestimmt schon so 10 oder 20 Spiele mit der Demo gemacht und muss sagen, die haben relativ oft aus der Distanz auch mal versucht, wenn da eine Lücke in der Abwehr da war. Und das gab dem schon ein richtig realistisches Gefühl, weil man muss halt wirklich aufpassen, dass die Stürmer immer schön zugestellt sind. Sonst halten die da eiskalt drauf und die treffen dann auch des Öfteren. Während bei FIFA muss ich sagen, die allerschönsten Schüsse oder Spielzüge, die führten irgendwie selten zum Erfolg. Also es endet oft damit, dass man irgendwie ja dann doch irgendwie, ja, der schönste Spielzug wird dann halt aufgehalten oder sowas. Und oder der Torwart verhindert dann schöne Schüsse mal aus der Ferne, weil die Schüsse einfach mal zu langsam sind, selbst wenn man einen Top-Schützen hat wie Ronaldo. Es funktioniert irgendwie nicht allzu oft, manchmal, weil aus der Ferne sind die Keeper ja fast unbesiegbar. Naja, aber das ist hier auch. Oh Mann, ich komme die ganze Zeit nur dazu zu flanken, irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Irgendwie sind die Bayern gerade sehr anfällig dafür. Warum auch immer. Drei Kopfballtore. Also hatte ich jetzt in keinem einzigen Spiel. Jedes Spiel hat auch so seinen eigenen Charakter. Und irgendwie scheint es hier gerade so zu sein, dass es immer über diese Flanke läuft. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das hat auch so oft nie funktioniert. Also normalerweise habe ich vielleicht ein Kopfballtor gemacht auf drei Spiele oder so. Das hier ist jetzt wirklich eine Ausnahme. Also nicht repräsentativ.
Aber mich soll es nicht stören. So kann ich wenigstens schön weiter quasseln und vielleicht seht ihr auch noch ein Tor von den Bayern. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu eingespielt, aber ich sag's mal so, die könnten jederzeit ein Tor machen. Es ist auch nicht so, dass die Keeper hier immer die gleichen Paraden machen oder dass es irgendwie geskriptet aussieht, ganz und gar nicht. Die machen auch einfach mal gerne mal aus dem Nichts dann doch mal einen Fehler, aber welche, die irgendwie auch, sag mal, nachvollziehbar sind. Und jetzt versuchen wir es mal von hier. Oh. Super. Denn, also ich hatte zum Beispiel mal die Szene, da kam eine Ecke rein, Kopfball, und dann ist Cassius noch rangesprungen, aber er hat ihn irgendwie nicht gefangen, sondern er hat ihn halt nur so abtroppen lassen irgendwie nach vorne und dann hat ihn halt der Gegner noch reingeschoben. Das sah aber jetzt irgendwie noch halbwegs realistisch aus. Ja, als ob er ihn halt nicht so richtig gefangen hat, sondern eben irgendwie noch aus der Hand geglitten ist oder so. Aber irgendwie war das noch nachvollziehbar, während bei FIFA ja viele Fehler irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar sind. Ich bin aber gerade erstaunt, denn mehr als 3 Tore habe ich bisher nicht geschossen. Ich weiß auch nicht, was mit diesen Bayern los ist. Aber nun gut. Und ihr seht hier, die versuchen die ganze Zeit noch zu kämpfen und so. Und einen Schuss wie ein Strich. Sehr nice. Bin gespannt. Haben wir jetzt eigentlich schon die zweite Halbzeit oder ist es noch die erste? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Ah, es ist die zweite Halbzeit. Wann hat die denn? Hat die gerade erst an? Ach nee, es ist die. Ah. Habt ihr das gerade gesehen? Die Uhr ist gerade von 46 auf 45 runtergesprungen. Und da kommt. Seht ihr das? Das meine ich. Ihr müsst wirklich schweinisch aufpassen, sonst schießen die von außerhalb des Strafraums. Und wie das halt auch bei solchen Profis der Fall ist, wenn die mal frei zum Schuss kommen, dann und die haben eine ordentliche Schusskraft, dann hat der Keeper halt einfach auch keine Chance. Und das finde ich halt sehr schön hier, weil das wirklich irgendwie, es fühlt sich wirklich realistisch an auf dem Feld. Also ihr seht, ich bin relativ begeistert von allem, was mit dem Fußballspielen selbst zu tun hat, nur nicht mit dem, wie es einem ansonsten präsentiert wird. Also ich finde, viele Spieler sehen auch relativ hässlich aus. Und die Menüs sind hässlich, alles ist hässlich, aber das vergesst ihr alles so ziemlich, obwohl natürlich ein schönes Tor möchte man auch schön präsentiert haben dann. Aber das, da muss man zumindest jetzt bei der Demo Abstriche machen. Wie gesagt, das ist die Demo. Das Spiel kommt am 13. November raus. Das ist zumindest das aktuelle Datum. Und dann wird es ja eigentlich spannend zu sehen, ob das Spiel dann eine schöne Präsentation hat. Ich weiß ja nicht, wie das bei 14 zum Beispiel war, weil bei 14 hat mir die Demo sowas von gar nicht zugesagt. Es spielte sich so arcadig, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte und es dann ge. Das gibt's ja nicht. Und es dann gelassen habe. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie es da dann war mit der Präsentation. Ihr könnt das ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Also gab es bei der Demo vielleicht auch so eine geringe Präsentation und dafür dann im Hauptspiel. Ich meine, das ist klar, dass sie in der Demo ein bisschen abgespeckt haben, aber irgendwie bin ich skeptisch, ob dann wirklich im Hauptspiel mehr kommen wird. Also. Ich weiß es ehrlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich lasse mich da gerne von euch eines Besseren belehren. Und hier Lewandowski schön reingemacht. Und irgendwie, wenn man solche Tore sieht, dann ärgert man sich auch gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie bei FIFA bin ich dann irgendwie nach einer Weile immer frustriert, weil da immer Scheißtore fallen. Aber ich meine, wenn der Lewandowski da so eine schöne Drehung macht und mir das Ding da so reinzimmert, kann ich irgendwie mitleben, ja? Weil es sah wenigstens schön aus. Ja? Wenn das Tor schön aussah, kann ich damit echt leben. Und mein Gott, ab und an mein Stolpertor vom Gegner, auch kein Problem. Mann, jetzt mache ich hier nur noch Patzer, weil ich zu viel laber anscheinend. Zack. Oh, nee, der war nicht gut, oder? Wir versuchen es trotzdem. Oh, den hat aber jetzt. Und jetzt doch mal direkt. Oh. Sehr gut. Und da kommt Cristiano. Ach, schade. Aber gut, das ist ja auch der Welttorhüter. So, wir machen das Ganze. Ach so, stimmt, mit dem rechten Stick kann ich jetzt so ein bisschen ausrichten und mit dem linken gebe ich dem Ganzen den Effekt noch. Und jetzt machen wir so. Ein bisschen kürzer vielleicht. Und. Oh! Ach, da hat er jetzt leider nicht den Spieler gewechselt. Also eigentlich ist er darauf ausgelegt, dass er im Angriff automatisch wechselt. Zack. Und jetzt. Okay. Na gut. Genau. Was ist auf dem Feld auch noch besser?
als jetzt zum Beispiel bei FIFA. Die Spieler nehmen den Ball, wenn er ihnen in den Lauf gespielt wurde, besser mit. Das ist mir gleich von Anfang an auch aufgefallen, beziehungsweise man merkt das auch schnell, als wenn ihr hier mal einen Pass in den Lauf macht, puh, da haben wir noch glücklich geblockt, dann ist es so, dass bei FIFA die oft sehr viel Geschwindigkeit verlieren, weil sie ganz komisch den Ball annehmen. Und das nervt tierisch, weil gerade das kann euch einen ganz schönen Spielzug so richtig versauen. Und das habt ihr hier zum Beispiel nicht. Und hier schaffen sie es, den Ball dann aber auch in voller Geschwindigkeit. Hier seht ihr das? Der lässt den Ball halt so mit und dann ist das auch prima. Und ich mache jetzt natürlich einen ganz beschissenen Pass, damit ich auch keinen tollen Spielzug hinkriege. Oh, der ist gesessen. Oh. Das muss gelb geben. Oh, das ist das erste Mal, dass ich direkt rot gesehen habe. Also seht ihr, ich zeige euch hier Dinge, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Ja gut, kann man geben, ne? Ball war weit weg. Egal. Solange wir hier jetzt irgendwie noch das Ding über die Bühne bringen. Oh. Mein Gott. Also die machen ja aber auch jetzt heftige Schüsse. Die wollen den Ausgleich. Bin gespannt, wie das Spiel noch ausgeht. Es ist ja wirklich ein riesiger Unterschied. Und man sieht aber, wie Unterschied. Oh, meine Güte. Wie. Die hauen jetzt aber richtig drauf. Ihr seht, das würdet ihr bei FIFA, also zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, mal ganz, ganz selten haben, dass eure Gegner da so oft draufzimmern aus jeder Position. Und das ist dann auch richtig cool. Also ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn ihr dann gegen einen schlechteren Verein spielt, aber ich nehme an, dass die es auch mal versuchen. Warum auch nicht? Ja? Auch ein Scheißspieler kann ja durchaus mal aus der Distanz treffen. So, und jetzt machen wir mal einen schönen Pass hier. So, perfekt. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Tricksy hier. So, und jetzt zack. Oh, und den holt er sich auch noch. Und auch diese Parade sah wieder sau cool aus. Also von allem, was auf dem Spielfeld passiert, ja, herrlich, bin ich wirklich begeistert. Wenn ihr dann mal auch darauf achtet, wie viel Puste unsere Spieler noch haben. Hä, wo ist denn mein Hilfsfall hin? Na egal, machen wir halt so. Oh, nochmal knapp. Also das macht echt was her. Und es irgendwie, die Tore fühlen sich auch alle unterschiedlich an. Es wirkt irgendwie jetzt nichts gleich oder so. Also wenn ihr 5 Spiele macht, wird jedes Spiel auch seinen eigenen Charakter haben. Und jeder Gegner hat auch so wirklich eine ganz andere Logik. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Demo gegen Juve spielt, werdet ihr merken, dass Juve unfassbar viele Flanken macht, ja. Also die versuchen wirklich euch mit hohen Bällen über die Abwehr zu kommen. Und Neapel zum Beispiel macht ganz viele Passstaffetten und auch Flanken. Die spielen ein bisschen ausgewogener. Die sind auch gefährlicher, was die Tore angeht. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein paar Auswechslungen. Ich glaube, dass ein paar meiner Spieler auch relativ platt sein werden. Weil ich doch einigermaßen gesprungen bin. Und ach stimmt, mir fehlt ja eine Defensivkraft. Das hatte ich ganz vergessen. Wen nehmen wir denn rein? Die Maria ist hier noch drin. Sehr schön. Toni Kroos ist irgendwie mal völlig im Eimer. Nehmen wir mal Khedira. Was haben wir denn noch so? Aha. Haben wir noch irgendeinen guten Stürmer? Ja, habe ich gar keinen Stürmer. Ih, ist ja schlecht. Wieso haben wir denn keine Ersatzstürme? Okay, ja, was nehmen wir denn noch? Ja, super. Wozu habe ich eigentlich einen ZMF? Naja, dann machen wir halt den hier hin. Gut. Okay. Na dann. Also ich bin wirklich gespannt. Kommentiert ruhig, wenn ihr die Demo schon gespielt habt, kommentiert liebend gerne, wie sie euch gefallen hat. Meine Meinung kennt ihr jetzt eigentlich groß und breit. Zack. Zack, und jetzt kommt schon. Och. Ich weiß leider nicht, wie ich hier einen Fallrückzieher machen kann. Weil ich glaube, wenn ich RB gedrückt halte, dann lässt er den durch oder sowas. Deswegen, wenn ihr wisst, wie ich hier einen Fallrückzieher machen kann, könnt ihr es übrigens auch gerne kommentieren. Weil ich wüsste das wirklich gerne, wie ich das hinkriegen kann, dass er den irgendwie dann mit dem
Fuß in der Luft nimmt oder irgendwie sowas, ne? Weil da wäre jetzt natürlich ein Fallrückzieher viel besser gewesen als so ein komischer Krüppelkopfball. Und ich habe auch das Gefühl, dass man hier öfter in den Genuss käme, einen Fallrückzieher zu machen. Ja, unabhängig mal davon, wie oft er jetzt dann treffen würde oder sowas. Zack, zack, Mist. Nee, da war zu. Jetzt versuchen wir es mal, aber er fängt ihn ab. Ja, okay. Hat er gesehen? Doch, was war das? Die Grätsche war jetzt natürlich nicht gut. Oh, war einer. Oh, schön. Gibt das noch eine rote? Na? Nee, gibt nur gelb. Stimmt, das ist etwas, das sieht bei FIFA besser aus. Wenn die Schiedsrichter hier irgendwie die Karten zücken, sieht das immer ein bisschen jämmerlich aus, als hätten sie Angst vor den Spielern. Aber naja. Alles hinnehmbar, dafür hat man dann spielerisch wirklich diesmal mehr. Wüsste gerne, wie es auf der Xbox One aussieht. Ich habe aber keine, deswegen kann es gibt's nicht. Was ist das denn? Oh mein Gott, noch so ein Ding. Also die treffen hier gerade aus jeder Lage. Ich weiß auch nicht. Also so extrem hat es noch nicht. 7 Tore in einem Spiel. Ja gut, aber ich habe hier auch zu viele Lücken gelassen. Dementsprechend selbst schuld. Die treffen ganz schön heftig. Naja, sind halt Profis, ne? So, und da ist er drin. Das Einzige, was mich gefällt, ist, dass er immer in diese komische manuelle Wiederholung da noch reingeht. Das ist irgendwie blöde. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht noch ein Tor kassieren. Waren jetzt genug, ja. Habt ihr jetzt genug gesehen, dass auch die Gegner treffen? Zack. Ah, nee, den hat er auch noch. Ah, den müssen wir stoppen. Mit allen Mitteln. Oh. Zack. 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 Yeah. So muss es sein. 5 zu 3. Meine Fresse. Also, es ist eine richtige Ballerei hier. Es ist das Spiel mit den meisten Toren, weil ich bisher gespielt habe. Das sage ich euch. Genau, wie lange geht hier jetzt so ein Spiel? Ein Spiel geht ungefähr 7 Minuten. Das ist die Einstellung. Also, ihr wählt nicht wie bei FIFA, wie lange ist es pro Halbzeit, sondern ihr wählt, wie lang ist es insgesamt. Und hier seht ihr mal, wie schnell solche Spielzüge vonstatten gehen können. Denn das hier war ja wohl auch ein sehr, sehr schneller Spielzug. Und da sehen wir jetzt nochmal den schönen Schuss von dem Benzema. Zack. Ich weiß auch nicht, wie ich hier einen Effektschuss oder so mache. Wäre jetzt mal noch ein Versuch wert gewesen. Wieder sowas noch versuchen hinzukriegen. Ich habe einen ganz tollen Bogenschuss gemacht, da musste ich aber nichts extra drücken. Und ich glaube, das war's. Und wir gewinnen. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat dieses kleine angezockt Video gefallen. Kommentiert, wie ihr das Spiel findet und was ihr euch vielleicht holt. Spielt ihr gern Fußballspiele? Spielt ihr lieber Pro Evo? Spielt ihr lieber FIFA? Werdet ihr es euch für diese Gen oder für die Next Gen holen? Habt ihr die Demos vielleicht schon gespielt? Ja, teilt es, liked es und hinterlasst gerne Kommentare. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist und hoffe, ihr schaltet wieder ein und sage Tschüss.